Wir fahren damit in der Tagesordnung Top 7 fort und ich erteile das Wort für die AfD-Fraktion dem Kollegen Baron. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der heute hier vorliegenden Beschlussempfehlung der Geschäftsordnungskommission werden wir unsere Zustimmung geben. Insbesondere die Präzisierung zum Volksantrag, wie bereits schon erwähnt von den zwei Kollegen, in § 50 regelt, erachten wir als vernünftig und praxistauglich. Grundsätzlich begrüßen wir jede Initiative, die die Volksrechte stärkt und die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger erweitert. Die notwendigen redaktionellen Anpassungen an die längst eingeübte parlamentarische Praxis wurden bereits bei der vorläufigen Übernahme der Geschäftsordnung in der konstituierenden Sitzung beschlossen. Einige der Neuformulierungen werden auch notwendig durch die Umbenennung des Staatsgerichtshofs in Verfassungsgerichtshof. Beim überwiegenden Teil handelt es sich zudem um redaktionelle Klarstellungen. Wir begrüßen es außerdem ausdrücklich, dass bei den Beratungen im § 17 die eher illiberalen Vorstellungen der FDP und der SPD im Hinblick auf die von Ihnen gewünschte Übernahme der Regelung aus der sächsischen Landtagsgeschäftsordnung hier in Stuttgart keine Mehrheit fanden und dass insbesondere die Regierungsfraktion hierbei den verfassungsmäßigen Schutz des freien Mandats so hoch gewichten wie wir. Ich bedauere es an dieser Stelle sehr, dass ein solches, im Zweifel das freie Mandat des Abgeordneten eher schwächendes Ansinnen ausgerechnet von einer einst so stolzen ehemaligen Freiheitspartei wie der FDP vorgebracht wurde. Von der SPD, die schon zu August Bebels Zeiten aus ihrer Geschichte heraus verächtlich das freie Mandat betrachtete und immer mit dem imperativen Mandat liebäugelte, wundern mich solche Vorschläge nicht. Ja, ich habe dafür sogar ein gewisses Verständnis, weil es nun mal sozialistischer Doktrin ist. Aber bei Liberalen, die so etwas fordern, bleibt mir nur noch ein Kopfschütteln übrig. Haben Sie Ihre eigene Parteigeschichte überhaupt studiert? Rufen Sie mal bei der Neumann-Stiftung an und lassen Sie sich die entsprechenden Broschüren zuschicken über die Spaltung der FDP-Bundestagsfraktion im Jahre 1956. Damals wollte ein Teil der FDP um den damaligen Vizekanzler Franz Blücher in der Adenauer-Regierung bleiben und der größere Teil mit Thomas Dehler, übrigens ein sehr nationalgesinnter Mann, der die Opposition strebte. Damals wurde den Abtrünnigen in der FDP jedoch die Bildung einer eigenständigen Fraktion zugebilligt. Von Liberalen erwarte ich einen konsequenten und kompromisslosen Einsatz für die Freiheit, was die Freiheit für Abgeordnete, das freie Mandat mit einschließt. Und wünschenswert wäre auch Kenntnis von der eigenen Parteigeschichte, wenn man schon den Mitbewerbern meint, eins auswischen zu wollen. Aber letzten Endes ist es ihre Sache. Wir sind jedenfalls im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Verlauf der Beratung in der Geschäftsordnungskommission und mit der Neufassung der Geschäftsordnung einverstanden. Darum stimmen wir der Beschlussempfehlung der Geschäftsordnungskommission zu. Den eingebrachten Änderungsantrag der SPD, FDP lehnen wir allerdings ab. Darüber hinaus möchte ich nochmal den Kollegen, den PGFs, ein Dankeschön sagen und natürlich auch Herr Finkenbeiner auch. Von daher, Dankeschön.